Hallo Jünger des Omnisars oder angehende Jünger des Omnisars. Ich nehme immer schwer an, dass wenn ihr jetzt eingeschaltet habt und euch das hier anguckt, wollt ihr ein bisschen mehr über das Adeptus Mechanicus oder spezifischer gesagt über die Skitarii und den Kult Mechanicus erfahren. In dieser Serie werde ich jetzt jede einzelne Einheit auseinanderpflücken und mit euch durchgehen. Also es wird eine mehrteilige Serie werden für Skitarii und Kult Mechanicus, also beide Kodizes, wo wir dann zusammen die einzelnen Truppen durchgehen, sprich Vanguard, Ranger, Breacher, Destroyer etc. pp. Explizit werde ich dann auch auf die Waffen, eventuell auf die Ausrüstung und auf ein paar kleine Taktiken hinweisen und mit euch durchgehen. Jedoch wäre ich natürlich immer erfreut, wenn ich irgendwas falsch machen sollte, weil ich ja auch jetzt nicht der Überspieler bin. Wenn ich irgendwas nicht beachten sollte, dann sprecht mich darauf in die Kommentare an und dann können wir gerne noch darüber weiter diskutieren etc. pp. So, dann würde ich jetzt anfangen und die erste Einheit bzw. die nächste Einheit, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist Mahlzeit, Leute. Hier ist der Schleppi wieder und heute nehmen wir von den Skitaris die schwere Unterstützung mal durch. Ja, vorneweg machen wir dann direkt, schließen wir an dem letzten Video an, machen den Iron Strider Ballistari fertig. Gleiche Werte wie der Kollege, hat 1 KG weniger, ansonsten KG 3, BF 4, Stärke 5, auch 11er Rundumpanzerung, INI 3, hat 2 Attacken im Profil und 2 Rumpfpunkte. Ist ebenfalls offen, gilt als Läufer. Hat auch das Breitspektrum Datenbindung, also plus 1 auf umstehendes Skitaris Moralwert. Und die Suchscheinwerfer kostet 10 Punkte mehr und hat die Sonderregeln Doctrina Imperativa, also profitiert von den Lobgesängen bzw. von den Doktrinen. Hat auch Dünenschreiter, also 9 Zoll bewegen plus Rennen durch Kreuzfahrer 2W6, wisst ihr ja, Kreuzfahrer 2W6 plus 3. 2W6, genau, 2W6 plus 3 und beim Nachsetzen 1W6 plus W3 und hat zusätzlich noch präzise Schüsse, was auch ziemlich nett ist. Von der Waffenauswahl gibt es hier 2 Stück. Das ist auf jeden Fall, um den mal als Modell zu zeigen, einmal dieser Kollege hier, der gerade ausgerüstet ist mit einer Laserkanone, ein Schuss Synchro, Stärke 9, DS2, typisches Laserkanönchen halt, ne? Alternativ könnt ihr den noch mit einer Cognis Maschinenkanone synchronisiert, also ebenfalls synchronisiert ausrüsten. Cognis sagt im Prinzip nur das aus, dass man auf Flieger oder im Abwehrfeuer anstelle mit BF1 mit BF2 schießt, also auf 5 anstelle von 6. Das gibt es hier in den Skitarii-Kodex. Bei einigen Waffen haben die Sonderregel. Bis dato hatten wir noch keine, die das beinhaltet hat. Deswegen werde ich das diesmal erklären. Wie gesagt, Cognis-Waffen geben immer, also ihr schießt immer Schnellschüsse mit BF2 anstelle mit 1. Das heißt gegen Flieger auf 5 oder im Abwehrfeuer. Wenn es denn dann geht. Ja, ansonsten, ja, 2 Schuss, Stärke 7, DS4, die Maschinenkanone, also ganz normale typische Einheiten. Nur müsst ihr hier bedenken, der hat nicht diesen Weihrauchgenerator. Ne? Also ihr habt hier mit dem Kerli, habt ihr keinen 5er Decker im Offenen.
Da müsst ihr euch dann schon ein bisschen aufpassen, wo ihr euch damit platziert. Also dann schön in Deckung irgendwo platzieren. Denkt dran, 25% muss der abgedeckt sein, damit ihr einen Decker bekommt. Ja, ansonsten ist er halt auch schnell unterwegs, kann gut flankieren, besonders mit der Regel, also mit der Formation, mit der wir letztens im letzten Video mal angesprochen haben, kann ich noch mal ganz schnell drauf eingehen. Das ist nämlich die Iron Strider Cavaliers, wo man die zwei Dragoons braucht und den Balistari und man ohne, wenn man durch die durchschießt, keinen Malus bekommt. Du kannst flanken mit denen, du hast scharfe Sinne. Scharfe Sinne sagt, du darfst deinen Reservewurf wiederholen und es wird eine Identität bestätigt, wo du zu Beginn des Spielerzugs oder zu Beginn des Spiels, nee, doch des Spielerzugs, darfst du ein Charaktermodell in der Einheit, also in der feindlichen Armee, auswählen und da darfst du dann deine Verwundungswürfe wiederholen. Kurz jetzt nochmal durchgenommen. Ansonsten, ja, wo waren wir denn jetzt hier? Wo hat er sich denn jetzt hier versteckt? Menipel, War Cohort. Da ist er, der Balistari. Ja, punktetechnisch, 55 Punkte kostet der mit der Maschinenkanone und wenn du noch eine Laserkanone dazu haben möchtest, dann kostet dich das satte 20 Punkte mehr. Mittlerweile muss ich sagen, hat der Mozi mich ein bisschen mit seinen Maschinenkanonen angefixt. Also ich finde die Maschinenkanonen momentan auch relativ gut. Vor allem das Ding hat nur einen Schuss. Und die Maschinenkanone hat wenigstens schon mal zwei Schüsse. Ebenfalls darfst du die hier auch in ein Schwadron spielen, also bis zu fünf Stück. Kann man schon mal zwei bis drei mitnehmen, aber wenn ich dann zwei mitnehme, dann oder drei mitnehmen würde, dann würde ich sie einzeln spielen. Mein Schwadron ist ja immer so eine Sache, ist halt ein Ziel und du kannst auch nur bist halt unflexibler, wenn du ein Schwadron spielst. Du musst dich mit allen auf dasselbe Ziel fixieren, musst auf alle drei Einheiten müssen auf dasselbe Ziel schießen. Deswegen pack dir die ein, spiel die einzeln. Macht mehr Sinn, du bildest erstens mehr Ziele zum Nerven und zweitens bist du, was Beschuss angeht, auch viel flexibler. Ja, des Weiteren kommen wir zu den, sag ich mal, Hauptschwereunterstützungen. Das ist nämlich der Onaga Dune Crawler. Zu den normalen Werten. Er kostet 90 Punkte in seiner Grundausstattung, so wie er da steht, mit dem Vernichtungsstrahler. Das wäre dieses feine Gerät hier. Hat KG3 BR4, Stärke 5, hat Front und Seite 12, also ist da schon ein bisschen heftiger. Im Heck 11, also jetzt auch verhältnismäßig okay. Kein 10er Heck, sondern hat schon 11er Heck. Ini 2, okay, eine Attacke und dafür drei Rumpfpunkte. Ja, ebenfalls hast du mit ihm die Doktrina Imperativ, also profitiert er auch von deiner BF-Erhöhung und hat zusätzlich die Sonderregeln Feldharmonie und Krabbler. Feldharmonie hast du ein Immantus-Kraftfeld und wenn du mehrere von diesen Krabblern dabei hast, erhöht sich dein Retter, dein 6er Retter, wenn du die im Schwadron spielst. Hier. Ein Modell mit dieser Sonderregel addiert für jedes andere Modell aus derselben Schwadron innerhalb von 4 Zoll 1 zu jedem Rettungswurf, den es aufgrund seines Emanatus-Kraftfelds ausführt. Ja, das ist wieder die Sache des Schwadrons, ne? Also ich würde die jetzt nicht so gerne im Dreier-Schwadron spielen. Ist zwar nett, dass man dann 6er, 5er und 4er Retter hat, aber das ist halt wieder so, du bist gezwungen, auf alle auf dasselbe Ziel zu schießen. Es war ganz nett, aber es ist einfach nerviger, wenn man mehrere Onager auf dem Dune, ach, auf dem Dune, ja, jetzt geht's ab hier, Leute. Entschuldigt, es ist schon spät, aber ich zieh das jetzt durch. Es ist
nerviger, wenn du mit mehreren Jungschorlern übers Feld watschelst, wie mit einem Dreier-Schwadron. Wie gesagt, bist halt auch relativ flexibel dadurch. Krabbler sagt im Prinzip nur aus, dass du durch schwieriges Gelände einfach durchlaufen kannst und bestehst gefährliche Gelände automatisch, also die Tests dafür. Darfst aber nicht rennen. Jo. Also bist du eigentlich mit dem Kollegen relativ langsam im Vergleich zu den anderen mit 6 Zoll. Ne? Im Gegensatz zu den anderen ist der Läufer nicht offen, er ist geschlossen, was ihn natürlich ein bisschen robuster macht, im Gegensatz zu den anderen Läufern. Ja, durch dieses Breitspektrum Datenbindung, so wisst ihr ja, bekommt ihr plus 1 auf Moralwert bei umstehenden Skitaris. Zu der Waffenoption. Du darfst ausrüsten oder kannst ausrüsten, einmal den Vernichtungsstrahler. Das ist eine reichweitenabhängige Waffe, die auf kurzer Reichweite, also 0 bis 9 Zoll, Stärke 10 DS1 hat, Schwer 1, also ein Single Shot. Auf mittlere Reichweite, also 9 bis 18 Zoll, hast du eine Stärke 8 Schablone mit Durchschlag 3. Das sind 3 Zoll Schablone dann, explosiv. Und auf lange Reichweite 18 bis 36 Zoll hast du Stärke 6 nur noch, DS5 und aber eine 5 Zoll Schablone. Okay, also im Prinzip bist du gezwungen, immer auf die Reichweite zu bleiben, wie du gerne möchtest. Also wenn du halt größere Schablonen haben möchtest, zum Beispiel gegen Tyranniden, bist du gezwungen, 18 bis 36 Zoll wegzubleiben. Wenn du denn weiter vor willst, um robustere Ziele zu zerstören, muss man halt nachran. Ja. Ist für 90 Punkte okay, aber ist nicht das, was man sich optimalerweise ausrüstet. Dann haben wir als nächste Waffenoption einen synchronisierten schweren Phosphorblaster. Ja, synchronisierter für schwerer Phosphorblaster, Stärke 6, DS3, 3 Schuss und man bekommt die Sonderregel Luminargen, wenn man eine Wunde durchbekommt. Luminargen, nochmal zum Erinnern, war das, wenn du eine Wunde durch hast, schießen weitere Einheiten deiner Armee auf das Ziel und der Gegner bekommt minus 1 auf Decker. Mit einem Omnispex zusammen wäre es dann zum Beispiel minus 2 schon auf Decker, dann hätte er keinen 5er mehr oder keinen 4er mehr, sondern dann nur noch einen 6er oder gar keinen mehr. Ansonsten dürfen Einheiten mit einem Luminargen-Token ihre Angriffswürfe darauf wiederholen. Gute Kombination mit den Ruststalkern und mit den Läufern. Dadurch, dass nicht viele Einheiten der Skitari-Armee den Phosphor haben, also jetzt in dem Sinne wirklich nur ihmchen mit den schweren Phosphorblaster und der Dragoon mit seinem Phosphorserpenter, kann man gut mal mit reinnehmen. Ich habe persönlich jetzt noch keinen. Bin aber am Überlegen, ob ich mir einen von den Jungcrawlern mal auf Phosphor umbaue. Macht natürlich nur Sinn, wenn man Skitari Only spielt. Wenn man Kult Mechanicus mit reinnimmt, hat man ja eh die Castellan-Robots, also ist das da dann schon wieder ein bisschen sinnfrei. Beziehungsweise hat jeder von den Destroyern, wenn man die dann ausrüstet, auch die normalen Phosphorblaster auf 24 Zoll. Da braucht man die dann nicht so. Ja, deswegen immer schön magnetisieren, die Kollegen. Block. Ja, und zum Beispiel Häuser da.
Flop. So dran. Oder so andersrum. So passt er. So passt er besser. Ja. Als dritte Alternative habt ihr noch den Neutronenlaser. Das ist dann dieser Kollege hier. Das ist dann der schwere. Der etwas stärkere mit Stärke 10. Und war das jetzt DS1 sogar? Ich habe dann muss ich mich bei meinem letzten Unboxing verbessern. Tut mir leid, Leute. Es ist DS1, nicht DS2. Da habe ich mit Unfug geredet. Tut mir leid. 3 Zoll Schablone. Zusätzlich bekommt ihr noch ein Cognis Maschinengewehr. Ne? Also da, wo ihr mit 3 Schuss Stärke 4 DS. Cognis Maschinengewehr DS6, ja, schwer 3, Sonderregel Cognis, also dass ihr Abwehrfeuer mit 5 geben dürft, beziehungsweise Flieger auf 4 trefft, auf 5 trefft. Ja, das ist eigentlich die mächtigste Waffe von denen. Ansonsten haben wir hier noch die Icarus Waffenstation. Die hat mehrere Profile, die wir jetzt mit euch auch nochmal durchgehen. Super gegen Luftabwehr, also ist super, super Luftabwehr. Der Daedalus Lenkwaffenwerfer, 48 Zoll, Stärke 7, DS2, Schwer 1, Flugabwehr. Als zweites Profil hätten wir die Gatling Raketenwerfer mit 48 Zoll, Stärke 6, DS4, Schwer 5, hat aber Deckung ignorieren und Flugabwehr. Und Icarus Zwillings Maschinenkanonski hat Stärke 7, DS4, hat Abfangen, Flugabwehr und ist synchronisiert und Schwer 2. Jo, das ist ja ganz nett, ne? Also gegen Flieger ist das optimal, muss man sagen. Oder gegen Antigrav-Fahrzeuge ist das auch ein Traum, besonders die Deckung ignorieren. Wie zum Beispiel Dark Elder Barken oder Jetbikes. Sonstige Antigraf wie Landspeeder könnt ihr damit auf normaler BF runterfeuern. Ihr könnt abfangen, normale Flieger. Denkt aber dran, ihr könnt die Kapseln, wenn die runterkommen, gelten die als stationär. Das heißt, da, wenn er die abfangt, dann nur auf Snapshots. Ja. Auf jeden Fall macht es Sinn, von jedem einen zu besitzen, damit man sich auch mal ein bisschen ja, flexibel ist. Das ist die einzige Luftabwehr, die der Kultmechanikus in dem Sinne hat. Deswegen ist das definitiv von Vorteil, wenn man diese denn einmal in seiner Armee vorhanden hat, wenn nicht sogar zweimal. Ich habe sie nur einmal. Aber magnetisieren. Nö. Jetzt so im Nachhinein. Wenn man jetzt mal von meinen Anfängerfehlern von damals mal absieht. Ja, ansonsten kann man die noch mit verschiedenen Ausrüstungen ausstatten. Gucken wir mal. Darunter fällt auf jeden Fall die Geisterscanner-Sonde. Das heißt im Prinzip, dass wenn ein Nahkampf-Charge eine freundliche Einheit in 6 Zoll um den Doomcrawler angegriffen wird, bekommt der Gegner keine zusätzliche Attacke. Ja, nein. Braucht man nicht. Sind 10 Punkte, die. Ist einfach nur ein Punktegrab, meines Erachtens nach. Ich finde es nicht doll. Ihr könnt es nehmen, aber meins ist es nicht. Ansonsten Breitspektrum Datenverbindungen haben sie von Haus aus, das Emantus Kraftfeld haben sie auch von Haus aus, das den Rettungswurf auf 6 hat und beziehungsweise im Schwadron dann auf 5 oder 4 maximal. Und irgendwo hier versteckt hat sich noch das Cognis-System, wo ihr es stirbt nicht bekommt und ihr beziehungsweise die Sonderregel heißt Feldreparatur. Cognis Manipulator erhöht dann die Stärke mal 2, also Stärke 10 DS1, Nahkampf, Feldreparatur, spezielle Waffe und unhandlich.
Ja, das heißt, dann bekommt ihr im Charge eine Attacke, ne, zwei Attacken mit Stärke 10, DS1 und es stirbt nicht für ganze 25 Punkte. Ja. So, wenn ihr jetzt schon den Neutronenlaser ausgerüstet habt, der von Haus aus, meine ich, auch schon 25 Punkte kostet, dann seid ihr schon bei 115 Punkte. Dann rüstet da noch das Cognis-System aus, seid ihr schon bei 140 Punkten. Ja, dann wird es langsam dann auch teurer. Wenn er dann jeden Doomcrawler gibt, dann habt ihr drei Stück von den Teilen, dann seid ihr schon bei 420 Punkten für drei Doomcrawler. Ich weiß nicht. Also könnte eigentlich auch sparen. Also ich finde dieses Cogn den Cognis-Manipulator kann man vielleicht mal mitnehmen, wenn man Lust drauf hat. Aber grundsätzlich würde ich den jetzt nicht mitnehmen. Wenn man mehrere Doomcrawler hat, ja, weiß ich nicht. Braucht man den nicht, finde ich. Bei drei Doomcrawler, wenn er 75 Punkte, dafür könnt ihr euch schon wieder einen Trupp Skitakis mitnehmen. Ne? Aber ist auch jedem selbst überlassen. Ansonsten kann ich euch nur dazu raten, die mitzunehmen. Die nerven den Gegner auch. Nicht durch schnelle Bewegung übers Feld, aber einfach, die sind da. Die tanken halt wahrscheinlich viel, wenn ihr gut die gut platziert habt, den guten Decker oder den Retter, wenn ihr gut würfelt. Und die sind extrem stark, was die Bewaffnung angeht. Ihr könnt die Bewaffnung ja auch alternativ mischen, von jedem einen mitnehmen. Dann seid ihr halt auch recht flexibel. Ab und zu mische ich die dann auch mal und nehme dann einmal den Vernichtungsstrahler mit und mal den Neutronenlaser. Aber das ist dann euch überlassen. Viele Leute spielen auch einfach nur den Neutronenlaser und machen dreimal Neutronenlaser. Kleinen Tipp, wenn ihr den Neutronenlaser ausrüstet, habt ihr von Haus aus schon ein Cognis-Maschinengewehr dabei. Für 5 Punkte könnt ihr euch ein zweites auswählen. Für 5 Punkte kann man da eigentlich nicht meckern. Dann hat man anstelle von 3 Schuss mit Stärke 4, 6 Schuss mit Stärke 4. Und auf die Masse gesehen ist das eigentlich schon ganz nett. Wenn man noch die Schablone, die dazu kommt, noch mitberechnet. Eine Schablone plus 6 Schuss mit Stärke 4. Oh, kann man mal einpacken für 5 Punkte. Die tun euch dann nicht weh. Wie bei den anderen Videos, wenn ihr noch andere Klamotten habt, die euch auffallen, die den anderen Leuten weiterhelfen. Wir können gerne hier unten drunter kommentieren, diskutieren und kommentieren. Lasst Kommentar. Ihr kennt das Spielchen ja. Ne, Leute, ich verabschiede mich dann für heute und das war's dann auch aus der Skitari Range. Ein zusammenfassendes Video von beiden kommt dann, wie die sich dann irgendwie ergänzen. Können wir dann, wenn wir alles durchgenommen haben, was den Kult Mechanicus beinhaltet, dann abschließend nochmal besprechen, wer mit wem gut in Symbiose steht, also wer mit wem gut kommt, also gut auskommt, wer verschiedene Kombis, das machen wir dann ganz zum Schluss. Leite euch jetzt erstmal nur so ein bisschen durch die Einheiten, was sie können, etc. pp. Und rede schon mal so ein bisschen Unfug mit euch. Ja, Leute, haut da rein, ne? Macht das besser. Und tschüss!